Hallo erstmal, herzlich willkommen zum heutigen Modern Call Blog. Ich habe hier eine Frage von Guido an den Martin. Er stellt folgende Frage. Hallo Herr Kammerer, ich bin auch ein begeisterter Zuschauer bzw. Zuhörer Ihres Modern Call Blogs. Täglich gibt es tolle Infos zu interessanten Themen. Ich hätte da auch mal eine Frage. Die Carbonathärte ist ja auch ein wichtiger Parameter im Koi-Teich. Welche Härte würden Sie empfehlen? Da wir in unserer Region Raum Düren recht weiches Wasser haben, muss ich regelmäßig aufhärten. Bei Koi-Discount habe ich bis jetzt immer 10 Kilo KH Plus für um die 70 Euro gekauft. Alternativ findet man im Internet auch Natriumhydrogencarbonat mit 99% Reinheit für ca. 25 Euro für 25 Kilo. Gibt es Nachteile bei dieser Anwendung oder was ist an KH Plus von Koi-Discount besser? Können Sie eventuell noch andere Möglichkeiten zum Aufhärten empfehlen? Mit freundlichen Grüßen, Guido. Frage an dich. Ja, also erstmal vielen Dank für die Frage, Guido, auch eine sehr interessante Frage. Und ich sage Ihnen, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich weder das eine noch das andere machen. Ich würde weder mit dem zwar sehr gut löslichen und auch sehr günstigen Natriumhydrogencarbonat arbeiten und ich würde aber auch nicht das Produkt von Koi-Discount wählen, sondern ich würde von Koi-Discount die Austernschalen wählen. Warum würde ich das tun? Weil durch ein weiches Wasser, und in Japan haben die alle weiches Wasser, und ich kenne da kaum jemanden, der da jetzt mit Natriumhydrogencarbonat oder Calciumhydrogencarbonat aufhärtet, sondern die Jungs verwenden alle Austernschalen. Und die Austernschale hat den Vorteil, sie gibt die Carbonate erst ab, wenn der pH-Wert in den sauren Bereich fällt, aber dann gibt sie sehr effektiv ab. Weil der Nachteil am Natriumhydrogencarbonat ist, aufgrund der sehr guten Löslichkeit, wenn Sie das in Ihren Teich werfen und Sie haben einen pH-Wert von 7,5, dann schießt er Ihnen auf 8,4 hoch. Wenn Sie dann gerade mal noch Ammonium im Wasser haben, wird davon relativ viel zu Ammoniak, was dann unmittelbar schädlich ist für die Kiemen Ihrer Koi. Also das ist schon mal nicht gut und diese Schwankungen mögen Koi wirklich nicht. Und ich habe viele Leute gesehen, das ist immer so dieses Aktio-Reaktio-Prinzip. Die hatten einen pH-Wert von 6,5, dann sind sie zu Tode erschrocken und anstatt einfach mal einen Wasserschlauch reinzuhalten und ausreichend Wasserwechsel zu machen und darüber mal natürlich langsam aufzuhärten, dann haben sie gerade eben solche Backpulverzeug, Natriumhydrogencarbonat in den Teich gekippt und dann ist der pH-Wert hochgeschossen und am nächsten Tag haben die Fische die Augen verdreht und waren alle krebsrot. So, und das ist eben das, was wir nicht brauchen. Im Koi-Discount da auch, aber im Koi-Teich hilft immer Kontinuität. Und Kontinuität ist, wenn Sie jetzt in Ihrem Filter, wenn Sie weiches Wasser haben, ich weiß jetzt nicht, wie groß war der Teich, hat keine Größe. Also ich sage mal, wenn Sie ein sehr weiches Wasser haben, wenn Sie pro 10.000 Liter 10 Kilogramm Austernschalen in Ihren Filter hängen, und wir haben hier bei uns auch 10 Kilogramm pro Filter drin, dann ist es völlig ausreichend, dass wenn der pH-Wert anfängt, in den sauren Bereich zu fallen, dass dann Ihre Austernschalen sich auflösen, Carbonate abgeben und die Carbonate dann haben zwei Aufgaben. Zum einen liefern die den Treibstoff für die Bakterien, dass die also Carbonate für die Zellteilung haben, weil das ist der Nachteil, wenn sie mal keine Carbonate mehr drin haben, dass dann ihr Biofilter stirbt, weil sie dann aber nicht am Nitritwert feststellen, sondern am Ammoniumwert, der zunächst mal steigt. Das ist ganz typisch. Und zum anderen haben sie genügend Puffer, dass also der pH-Wert irgendwann mal bei 6,8 aufhört zu fallen und dann langsam auch wieder nach oben geht, wenn sich ausreichend Austernschalen aufgelöst haben. Aber, und das hat letzter Daniel, Daniel, auch dir vielen Dank für die Anmerkung, da habe ich dir damals noch gar nicht drauf geantwortet, das war eine Mail privat an mich. Er hat gesagt, das mit den Austernschalen ist alles sehr gut, das hatte er auch im Teich, er hat es in die letzte Filterkammer, wenn ich mich richtig erinnere, gelegt, aber die waren jetzt nicht strömungsideal liegend. Und ich weiß nicht, wenn Sie diese ganzen Blogs hier anschauen, wir hatten einmal das Thema How to Kill Koi, wo einer in zwei benachbarten Filterkammern aus Notfallgründen Koi gehalten hat. Links hat er einen Sprudler drin gehabt, rechts nicht, weil er keinen mehr hatte. Und er dachte, es diffundiert ausreichend Sauerstoff durch hunderte Rohre hindurch, sodass in die linke Kammer auch genügend Sauerstoff kommt. Und das passiert eben nicht. Und genauso war es bei Daniel mit den Austernschalen. Durch das, dass die Austernschalen nicht in der Strömung waren, wurden zwar Carbonate aufgelöst, aber die wurden nicht ausreichend schnell ans Wasser abgegeben, sodass ihnen in dem Fall ein Säuresturz nur dadurch, oder sodass dann Säuresturz nur dadurch verhindert werden konnte, dass man rechtzeitig gemessen hat und das hat abwenden können. Und das ist es eben, gucken Sie, dass die entweder stark in der Strömung liegen oder oben in der ersten Schublade von einem Rieselfilter oder in einem nochmal in einem geflutenden Filter mit einem Ausströmerstein versehen werden, sodass einfach Wasser durchströmt, dass die aufgelösten Carbonate abtransportiert werden und dass auch neue Carbonate
abgegeben werden können ans Wasser. Also das wäre mein Tipp. Und ich kann Ihnen auch sagen, seien Sie froh, wenn Sie weiches Wasser haben. Das haben wir in Japan überall. Und in weichem Wasser beim pH-Wert von 7 ist die Koi-Haltung A sehr viel einfacher. B können Sie dann auch so etwas wie was Eiweißreicheres füttern. Sie können auch mal etwas mehr füttern, ohne dass Sie gleich Angst haben müssen um die Kiemen Ihrer Koi. Das wäre meine Empfehlung. Habe ich irgendwas vergessen? Super. Okay. In diesem Sinne, danke und bis zur nächsten Frage.